meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, weiter geht's mit gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ich weiß noch nicht, wie gut der erste Teil angekommen ist, mache mich aber hier schon trotzdem an den zweiten Teil. Ja, Obi-Wan Kenobi bezieht sich hier auf die Residenz Ransaya. Die hat ein besonderes Kellersystem. Da gibt es also nicht nur den klassischen Weinkeller für die guten Tropfen, sondern auch einen Lachkeller. Gibt ja Leute, die zum Lachen in den Keller gehen, und zum Weinen kann man halt auch in den Keller gehen in dieser Villa. Dich baue ich irgendwann auch noch in die Welt ein. Die Idee dazu habe ich schon, Obi, also achte drauf, da kommt noch was. Dann gibt es eine Reihe Kommentare, wo es um die Minecart-Strecken geht. Ich habe mir erstmal ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie ich das mache, wie ich die Minecart-Strecken anlege, ob unterirdisch, oberirdisch und so weiter. Und da bezieht er sich halt hier drauf. Da haben wir auch noch dann in unserem Clan-Forum weiter diskutiert. Any Questions? Das ist ein Trackmania-Video für meinen damaligen Trackmania-Clan. Das ist von 2006, also schon ein paar Jahre her. Damals noch ganz anderer Rechner, ganz andere Qualität. Aber es gibt halt immer noch Leute, die sich darauf beziehen, dazu einen Kommentar dalassen. Bei meinem Nickname liegt es natürlich nahe anzunehmen, dass ich Niederländer bin, also Holländer. Bin ich aber nicht. Egal. Das Video kann man sich immer noch angucken. Wie gesagt, aber Vorsicht, Qualität war damals andere Zeit, anderer Rechner. Ist also nicht HD. Aber kann man auch mal sehen, was ich da mit Trackmania gemacht habe. Lederkutte ist einfach das die Lederrüstung, das Oberteil aus Leder. Ja. Und ja, hier einer der ersten Kommentare von Down for Life, nachdem er mich auf seinem Kanal empfohlen hat und mir also diesen Popularitätsschub verpasst hat. Dickes Danke nochmal dafür. Als ich dann also auch tatsächlich die alten Videos angesehen, was ich euch ans Herz lege, damit ihr einmal halt drin seid und auch seht, wie ich mich entwickelt habe mit meinem Stil, wie ich angefangen habe, etc. Ja, auch hier ein schöner Kommentar wieder von jemandem, der halt eingestiegen ist, den Weg zu mir gefunden hat, und von sowas kann ich ehrlich gesagt natürlich nicht genug kriegen. Logisch, wer nicht? Ja, genau, die Förstergeschichte. Ich hatte im 50., 51. Video ja, etwas gesagt zu Kommentaren und zu diesen den Leuten, die halt reinschreiben, erster, zweiter und so weiter. Gerade bei Videos, die viel kommentiert werden, wird das ja gerne gemacht. Gronkh. Von Gronkh habe ich zumindest dann das Wortspiel mit dem Förster für die Ersten, und habe mich also auch darüber dann im Kommentar geäußert zum, wie gesagt, 50., 51. Video. Und Down for Life hat das Wortspiel also dann auch richtig aufgegriffen, richtig reagiert. So habe ich mir das vorgestellt, so sollte das sein. Diesen Kommentar habe ich dann, glaube ich, ein, zwei, drei Tage später zum 9. Video gefunden, und deswegen ist also auch die Försterhütte so benannt, wie sie benannt wurde. No, Down for Life hat also hier diesen Kommentar, diesen Förster reingeschrieben, und deswegen heißt also die Försterhütte oder der Förster, der da drin arbeitet, Live Down Forzon. Hm? Wortspiel kapiert, brauche ich glaube ich nicht weiter erklären, und bitte auch am besten gar nicht erst anfangen hier mit erster, zweiter und so weiter. Ich glaube, ich werde diese Kommentare dann einfach kommentarlos löschen, aber hier kleine Anekdote einfach dabei. Deswegen heißt der Förster also auch entsprechend die Forsthütte, die ich da im Wald gebaut habe, einfach auch mal als Dankeschön an ihn, weil durch seinen Hinweis auf meinen Kanal ging es bei mir halt richtig los, kamen
bin ich über die 100 Abonnenten hinausgekommen. Habe also hoffentlich den entscheidenden Durchbruch erzielt. Klasse Video, danke. Sowas höre ich immer wieder gerne. Und Tipp, versuche mal den Sound tiefer zu setzen, sollte besser aussehen. Das ist zum dritten Teil. Ich weiß gar nicht. Strandhütte nach Puerto Vallarta. Wo habe ich da einen Zaun? Gute Frage. Müsste ich mal gucken, aber so eine Tipps auch wunderbar. Okay. Wenn sie nicht zu spät kommen. No. Aber schreibt's ruhig. Wenn es mir nicht weiterhilft, hilft es vielleicht anderen weiter. No. Von mir auch echt super. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wem ich da gratuliert habe oder sonst was. Nächtliche Jagdszenen. Ja, da bezieht sich Obi-Wan auf die Varietal Saplings Mod, die ich eingesetzt habe, damit ich halt von den Birken Birkensamen kriege und von den Pinien Piniensamen. Birken sind die Bäume mit der weißen Rinde, mit der hellen Rinde, und Pinien sind die Bäume, die in den Schneegebieten wachsen, die so seltsam das Laub ausbilden. Ja, das ist ja jetzt in der 1.5 richtig implementiert, richtig drin. Das brauchen wir also nicht mehr extra, diesen Mod. Sehr schöne Sache. Gehen wir weiter zu den. Ne, das sind jetzt wieder die alten. So lang müssen wir. Wir müssen zurück in die Zukunft, damit wir in die Gegenwart kommen. Mit den Kommentaren. Ah, hier haben wir nochmal. Vielleicht nicht ja, sehen die Sache mit den Saplings. 100 Abonnenten-Special. Ja, dazu würde ich mich auch noch über Kommentare freuen. Ist zwar eine ganz andere Geschichte als Minecraft, nämlich in Trackmania. Etwas, was ich da gemacht habe, aber da rede ich halt viel über ein Projekt, was ich mit meinem Trackmania-Clan X-Rated, oder vielmehr mein Clan mit mir, versucht haben durchzuziehen. Wir haben es nicht ganz geschafft, aber im Verlauf dieses Projekts sind halt einige der besten Szenen entstanden, die ich überhaupt in Trackmania gemacht habe. Von daher, da mal reingucken und damit kriegt er also auch ein Bild davon, was ich meine, wenn ich in den Videos 50, 51, 52 über diese beiden verrückten Ideen spreche, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Multiplayer. Werdet ihr mich selten beziehungsweise gar nicht antreffen. In Minecraft spiele ich also ausschließlich den Singleplayer-Mode und baue da meine Welt weiter. Wenn ich im Multiplayer zocken würde, geht die Zeit natürlich verloren für meine eigene Welt, muss man auch im Hinterkopf behalten. Das Einzige, was ich Multiplayer richtig im Internet gespielt habe, war Trackmania. Und wird wahrscheinlich auch wieder Trackmania sein, wenn in Bälde der zweite Teil rauskommt, TM2 Canyon, das neue Environment. Da werde ich dann sicherlich wieder mit Trackmania auch aktiv sein und da online fahren. Wobei Multiplayer nie irgendwie mein Schwerpunkt war. So ehrlich muss ich also auch sein. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass ihr mich irgendwo mal auf einem Minecraft-Server antreffen werdet. Ja, Minecraft 5 vor Detritus bezieht er sich darauf. Das haben wir ja auch in den aktuellen Videos immer wieder mal besucht. Danke für den Kommentar, auch für dein Kompliment zum Haus vor Detritus. Schön gelungen und sowas kann man halt immer gut gebrauchen. Aufmunterung, davon kann man nie genug kriegen. Sony 840 hat tatsächlich dann sich auch die älteren Videos angeguckt, sagt hier, hurra, er ist am aktuellen Stand angekommen. Würde ich mich auch freuen, das von euch zu hören, wenn weitere Leute sich auch die alten Videos angucken, von Anfang an einsteigen. Und ja, gebt einfach Bescheid, hurra, ich bin jetzt auch auf dem aktuellen Stand. Vielleicht noch ein kurzes Resümee dazu, wie es euch gefällt. Ich hatte ja in Folge 50 mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, und dann kam eben Down for Life und mein Kanal ging ab wie Schmitz' Katze.
Von daher freut er sich also auch mit mir natürlich, dass ich da weitermache. Ja, hier macht er mich also auf einen kleinen Fehler aufmerksam, der mir beim 55. Video passiert ist. Kurzer Hintergrund: Wenn man mit Fraps aufzeichnet, werden bei einer Session mehrere Dateien angelegt, die immer 4 GB groß sind. Und ich habe hier einfach mal versehentlich zweimal denselben Teil drin gehabt, deswegen wiederholt sich in dem Video ein Stück. Ja, sowas ruhig auch reinschreiben, solange ich nicht fünfmal lesen muss, dass ich irgendwo ein Stück Kohle übersehen habe oder ähnliches, ist das okay. Lässt sich natürlich nur im Nachhinein nichts mehr daran ändern, aber es ist für mich ein Zeichen, dass ihr die Videos wirklich aufmerksam guckt und das ist mir wichtig. Ja, hier bezieht sich Down for Life auch nochmal auf die Sache mit der Försterhütte, die dann auch ihren Namen kriegt. So, was haben wir hier noch? Klasse Arbeit. Ja, wie gesagt, das 100-Abonnenten-Special bzw. Projekt South Park, das Trackmania-Story-Video, was ich da beschreibe, was nie wirklich fertiggestellt wurde und auch nicht fertiggestellt werden wird. Das Ding ist begraben. Dazu wird es also nicht mehr Material geben, als ihr eben hier in diesem 100-Abonnenten-Special sehen werdet. Und auch exklusiv für auf YouTube sehen werdet. Die Originale, wie gesagt, ohne meinen Kommentar bei TMTube für die Trackmania Community, damals bei Projektabbruch veröffentlicht. Mit dem Minecraft-Story-Video spielt er auf meine verrückte Idee an, halt Gronkhs 200. Folge nochmal als Stichwort. Und da hatte ich ja die Idee, einmal diese 200. Folge selber zu machen. Wenn Gronkh sie schon nicht macht, macht man sie halt selber. Und dann eben auch ein Story-Video dazu zu machen, wie sich zwei Leute auf die Suche nach dieser 200. Folge machen. So à la Jäger des verlorenen Schatzes, so in die Richtung. Na, ein bisschen gekreuzt mit Blues Brothers und Matrix und Pulp Fiction, so in die Richtung. Mal sehen, was draus wird. Hier, Daniel bezieht sich auf Flintstone, also Feuerstein, den man braucht, um Pfeile zu machen. Und gibt hier einfach den Tipp, dass man also Gravel daraus einen Turm baut und den dann einfach mit der Schaufel abbaut. Selbst wenn man also Gravel schon mal abgebaut hat und den nochmal abbaut, hat man also da immer noch die Chance, Feuerstein rauszukriegen. Bin ich schon recht früh auch selber drauf gekommen, bevor ich meine Videos gemacht habe, habe ich mir also so schon die notwendigen Feuersteine gebaut. Aber sinnvoll der Tipp, auch für alle anderen, wer es vielleicht noch nicht wusste. No. Gameplays for Use, er ist Hauptschüler. Ich weiß gar nicht, worauf er sich da bezieht. Denkt bitte vielleicht auch mal dran, wenn ihr einen Kommentar zu einem Video schreibt, ist das Video vielleicht schon 3 oder 4 Tage oben und der Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe und den Kommentar gesprochen habe, auf den ihr euch dann da bezieht. Das ist dann unter Umständen eine Woche her. Und jetzt fragt euch mal selber, wisst ihr noch, was ihr vor einer Woche erzählt habt? Nicht notwendigerweise. Von daher ruhig ein bisschen ausführlicher kommentieren, dran denken, dass ich das lesen muss und vielleicht auch andere Leute lesen, die in dem Thema nicht so direkt drin sind. Ja, also ruhig auch ein bisschen ausführlicher schreiben. Hier hat mir Minenarbeit auf einen Kommentar geantwortet, den ich zu einem seiner Videos geschrieben habe. Minenarbeit macht also auch ein Minecraft Let's Show, Let's Play. Bisschen so in die Richtung wie ich, zeigt da also seine Welt, was er da gebaut hat. Auch ja, auch seine eigene Art, sein eigener Stil. Durchaus sehenswert. Empfehle ich einfach mal reinzugucken. Und wie ich mit meinen Specials hatte er auch ja, für seine Welt mal so ein Special gemacht, wo er einfach seine Burg, die er da gebaut hat und in den vorherigen Teilen beschrieben hat,
mal zeigt, ein bisschen mit Musik unterlegt, schön, stimmungsvolles Video, schöne Arbeit. Lohnt sich, da mal auf diesem Kanal vorbeizugucken. So, da bedankt sich jemand. Auch immer eine gute Sache. Jawohl. Down for Life hat ja in seinem Minecraft-Tutorial zum Minecraft-Edit gezeigt, wie man also Häuser aus anderen Welten kopieren kann und in seine eigene Welt einbauen kann. Hat dafür als Beispiel aus meiner Welt, die ich zur 50. Folge veröffentlicht habe, zum Download zur Verfügung gestellt habe. Den Link findet ihr übrigens bei der 50. Folge, um diesen Fragen mal zuvorzukommen, die mit Sicherheit natürlich trotzdem kommen. Ja, hat also einfach mal meine Strandhütte in seine Welt reingebaut und habe auch gesehen, er hat die Färberei übernommen. Das könnt ihr gerne auch machen. Ja, und wie gesagt, ich würde mich freuen, davon zu hören, was ihr mit meiner Welt da macht. Postet dann einfach zur 50. Folge, wo ich die Welt ja zum Download angeboten habe, postet einfach dazu in den Kommentaren was, vielleicht mit einem Link dabei zu Screenshots oder wenn ihr selber ein Video da gemacht habt, wo er da was zeigt, eine Videoantwort dazu oder gebt mir einen Link zu einem Video oder was weiß ich, dass wir da vielleicht nochmal ein Video draus machen. Das wäre sicherlich eine schöne Sache, dass man mal sieht, was man da aus so einer Welt machen kann. Ja, auch ein Kommentar, wie ich ihn immer wieder gerne lese, wenn sich also ein Zuschauer meldet, sagt, dass ihm das gefällt, was er da sieht. Alle Minen ablaufen? Natürlich nicht. In der Mine war ich einfach mal unterwegs, nur um zu zeigen, wie ich mich da verirre. Auf der Karte habe ich insgesamt, glaube ich, vier riesige Minen- oder Höhlensysteme. Da ist einmal an der Strandhütte die Mine, die ist ziemlich groß. Das ist halt eine Mine, die habe ich selber ausgeschachtet, kein Höhlensystem. Dann gibt es am Fort Detritus ein riesiges Höhlensystem. In der Färberei ist ein riesiges Höhlensystem drunter. Und dann haben wir natürlich noch das Höhlensystem an der Pyramide, an der kleinen. Und nicht zu vergessen der Kaninchenhügel. Da steckt ja auch nochmal ein riesiges Höhlensystem drunter. Und ich bin also bei weitem nicht alles abgelaufen, was ich in meiner Welt an Höhlen und Gängen und Minen habe. Ja, sonst wären wir hier schon ja, doch mal deutlich im dreistelligen Bereich, was die Nummerierung der Folgen angeht. No. Kleine Marie Haus, jawohl. Toller Kommentar. Kurz, knackig, prägnant, auf den Punkt formuliert. Download? Fragezeichen. Musste ich irgendwie spontan an Ingo Appelt denken. Damals, als er noch mit diesem Fickenschild rumgerannt ist. Ja, die Frage ist, welchen Download meint sie? Meine Welt, Minecraft, was auch immer, das Video selber. Egal. Sie hat es gleich beim zweiten Video nochmal reingeschrieben. Den Kommentar habe ich dann allerdings gelöscht. Wie gesagt, also irgendwie, was sollte man mit euren Kommentaren schon anfangen können und draus schlau werden? Sonst haben wir da alle nichts von. Ja. Ja, so, was haben wir hier noch? Ja, das ist auch nochmal fast so dieselbe Kerbe. Diesen Kommentar hätte ich um ein Haar missverstanden. Ja. Wenn euch die Videos gefallen und mein Kanal gefällt, dann schreibt das auch so und bitte möglichst unverständlich. Unmissverständlich. Nicht möglichst unverständlich. Das kriegt er ja von alleine hin. Möglichst unmissverständlich. Ja, das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber verhindert einfach Missverständnisse. Diesen Kommentar und Newbers 121, da hatte ich den Finger schon über der Schaltfläche zum Blocken. Ja, da muss ich also zweimal lesen, den Kommentar. Und das ist Zeit, die fürs Let's Showplay dann abgeht. Ja,
Wie gesagt, versucht einfach unmissverständlich zu schreiben. Denkt dran, nicht nur ich lese eure Kommentare, auch andere lesen die Kommentare und vielleicht eben auch Leute, die vollkommen neu dazu stoßen und nur diesen Kommentar hier sehen. Ich weiß nicht. Ja, auch generell gute Idee, sich unmissverständlich halt auszudrücken. Ja. Hier wäre es fast schief gegangen. Ja, in Folge 62, ja, schwadroniere ich, falls er das Wort noch kennt, schwadronieren, das Verb, breite ich mich also aus über die Minecraft-Cracks, die hier auch bei YouTube angeboten werden. Ich meine, man selber muss unheimlich aufpassen mit irgendwelcher Musik, die man sich unter seine Videos legt, dass man da nicht sofort Copyright-Verletzungen rankriegt und das Video gesperrt wird. Aber ein Video, in dem man eine gecrackte Version, einen Link zu einer gecrackten Version von Minecraft anbietet, mit der man also nicht nur den Singleplayer-Modus spielen kann, sondern auch online, kriegt 150.000 Views. Das ist das eine Video, was mir da aufgestoßen ist, was mich also dazu veranlasst hat. Und wird also nicht von YouTube gesperrt. Da breite ich mich also mal über dieses Thema aus. Ja, bei mir war es so, ich habe mir ein paar Minecraft-Videos angeguckt. Und damals gab es, glaube ich, sogar auch noch die Classic-Version. Die habe ich mal ein, zwei Minuten angespielt. Und dann bin ich auf die PayPal-Seite gegangen und habe mir Minecraft geordert. Fertig. Ja, und ich habe es also bis heute nicht bereut, die 15 Euro ausgegeben zu haben. Von daher, wo ich mich ihm allerdings anschließen kann, ich hätte auch mehr bezahlt für das Spiel. Das wäre es also auch wert gewesen. Alleine schon, weil es für eine Beta oder eine Alpha, die ich mir damals geholt habe, wunderbar funktioniert. Ich wünschte, oder man hört ja immer wieder von anderen Vollversionen, wo man erstmal einen riesigen Patch herunterladen muss. Und hier wird also eine Alpha rausgegeben und die läuft und funktioniert und tut und macht. Ja. Oh. Guti, ja, damit sind wir soweit ja bei den Kommentaren auf dem aktuellen Stand. Es wird noch eine dritte Folge geben, wo ich einfach mal meine Kanalkommentare durchgehe. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich dieses Thema hier so entwickelt. Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Wir werden sehen. Bis dahin, adieu mit Ö.